Schnall dich an, denn heute geht es um Außerirdische. Es geht um eine Theorie, die ich dir unbedingt sagen möchte. Es geht um geheime Treffen auf dem Mars mit Außerirdischen und der US-Regierung. Wenn du jetzt skeptisch wirst, dann ist das völlig in Ordnung. Aber schau dir das Video bis zum Schluss an, damit du dir deine eigene Meinung darüber machen kannst. Denn es ist schon sehr aufregend, über diese Dinge Bescheid zu wissen. Für alle, die mich noch nicht kennen, mein Name ist Monika Nerianna Kardinal und ich habe dieses schöne Buch, Das kosmische Wissen von den Plejaden, geschrieben. Wenn du dich dafür interessierst, darfst du gerne auf den Link unter meinem Video klicken. Ja, und jetzt kommen wir zu diesem etwas spooky Thema. Das gebe ich ja zu, aber Chaim Eshet, er ist jetzt 87 Jahre. Er ist ein pensionierter israelischer Offizier und im Moment Professor. Und er hat das hier an die Öffentlichkeit gebracht, von dem ich euch gleich erzählen werde. Und er behauptet, ja, es ist so. Du sollst dir jetzt aber bitte deine eigene Meinung darüber bilden, ob diese Theorie, nenne ich es mal, ob das zutreffen könnte oder ob das zu sehr gesponnen ist. Alles, was er uns erzählt, wurde die ganze Zeit geheim gehalten. Da er jetzt 87 Jahre alt ist, sagt er, ist es für ihn nicht mehr gefährlich und er kann da ganz frei darüber sprechen. Und zwar sagt er, dass auf dem Mars, also im Mars, es geheime Treffen zwischen der US-Regierung und den Außerirdischen gibt. Und zwar, das ist auch eine Theorie, sind das nicht unbedingt die lichtvolle Flotte, die wir kennen, sondern eher die Reptos, die Greys oder die bösen Anunnaki. Und das, was dort ausgemacht wird, was dort beschlossen wird, dient jetzt nicht unbedingt zum allerhöchsten Wohl der Erde. Das ist so diese Darstellung. Und selbst Donald Trump hat darüber Bescheid gewusst und er war kurz davor, darüber zu berichten. Da wurde er gestoppt von der Galaktischen Föderation und es wurde gesagt, die Menschen sind noch nicht bereit dafür, halt es noch zurück. Und dann hat er es auch zurückgehalten. Das sagt also jetzt Chaim Eshet da dazu. Aber viele von uns wissen ja, dass es Außerirdische gibt und wir haben ja auch über Smarana Kontakt zu den sieben kosmischen Schwestern, zu den sieben kosmischen Männern aus der Friedensflotte, die also heute, wo auch einer von denen heute zu uns sprechen wird, nämlich Arceus von Arcturus. Und das liegt auch daran, weil ich gerade das Buch über Arcturus schreibe und da dieses eine Channeling wird auch in diesem Buch vorkommen. Und das hören wir uns nachher am Schluss des Videos an, denn es gibt nochmal einen ganz anderen Blickpunkt auf das, was hier geschieht. Er soll auf jeden Fall überhaupt keine Angst bekommen jetzt von diesem Video, sondern es soll euren Blickwinkel öffnen und ihr solltet euch eine eigene Meinung darüber bilden. Ist das wahr? Kann das wirklich sein? Wie ist dieses ganze Geschehen, Universum und Erde überhaupt zu verstehen? Was machen die Außerirdischen? Und es gibt jetzt böse und gute Außerirdischen. Wie ist es denn im Universum geregelt? Und was ist unsere Stellung jetzt als Mensch in dieser Beziehung? Wie sind wir da drin involviert? Ja, was hat es mit uns zu tun? Und ich habe ja jetzt auch schon mehr Videos über Außerirdische gemacht und es kommen also immer wieder von diesen ganzen Dingen, die so sehr geheim gehalten werden, Nachrichten sickern durch unsere Whistleblower, wo ja auch der Chaim Eshet einer davon ist, um uns Menschen zu sagen, hey, schaut mal hin, da geht was vor, was überhaupt nicht bekannt ist, was so übertrieben spacig ist, dass man es gar nicht glauben kann. Was er auch noch sagt, dass einfach diese Treffen auf dem Mars oder auch im Jupiter-Sturm, da gibt es auch noch so ein Zentrum, und dass diese Treffen dazu dienen, die
diese Außerirdischen, also die Greys, die da sind, zu unterstützen, dass sie die Gene von unseren Menschen studieren können. Es ist noch viel mehr dabei, aber ich nenne jetzt nur mal dieses eine Thema. Und im Gegenzug dazu bekommen dann diese, zum Beispiel die US-Regierung, bestimmte neue technische Dinge, die wir als Mensch allein überhaupt nicht entwickeln könnten. So ist diese Vereinbarung. Und wenn man so guckt jetzt in die Welt, was gerade geschieht, da greift man sich wirklich an den Kopf und sagt, ich weiß nicht. Alles diese Lügenkonstrukte und all diese ganzen Sachen, da stimmt doch sowieso etwas nicht. Und kann es vielleicht auch sein, also ich frage euch, es ist ja eine Theorie, dass dahinter böswillige Außerirdischen stehen, die unsere Regierungen infiltrieren. Ist nur eine Frage. Ich habe überhaupt keine Ahnung davon. Und ich lege ganz großen Wert darauf, was ihr unter dem Video schreiben werdet. Auf jeden Fall ist es wichtig, finde ich, dass man auch mal sowas anschaut, so eine Theorie anschaut, um vielleicht seinen Horizont zu erweitern und auch das, was uns jetzt Akeus gleich in der Botschaft bringen wird, ist sehr interessant, weil er ist ja einer, der im Universum sich auskennt und das wird sehr spannend werden. Und das, was jetzt alles der Chaim Eshet uns erzählt hat, was jahrelang versteckt wurde vor uns, ist ja nicht der einzige Bericht, sondern es gibt viele, viele Berichte, die uns von UFO-Sichtungen erzählen, was ja schon allein auch immer geheim gehalten wurde, aber was jetzt eigentlich so weit bekannt ist, dass jeder das weiß. Und jetzt wird also nochmal ein Schritt mehr aufgedeckt über diese geheimen Treffen und Abmachungen, die über unser Schicksal der Erde bestimmen sollen. Aber es gibt ja eine Gegenseite. Und die Gegenseite, das sind die positiven, liebevollen Sternenwesen, die uns unterstützen. Jetzt hört sich das alles so ein bisschen ängstlich an, so angstmachend an. Soll das aber gar nicht sein. Es soll einfach nur eine Information sein über das, was alles hier so geschieht und wir vielleicht gar nichts wissen, weil wir mit unserem alltäglichen Leben beschäftigt sind und da gar keine Zeit oder überhaupt auf so eine Idee gar nicht kommen würden, dass es so etwas gibt. Viele Menschen glauben ja immer noch, dass es sonst keine Wesen im Universum gibt. Also das ist ja schon ein bisschen sehr übertrieben. Wir sind nicht allein, das ist ganz klar. Und ich habe ja auch von Akeus eine wundervolle Botschaft erhalten, die ich nachher am Ende des Videos euch geben werde. Und Akeus ist ja zu mir gekommen, der Träger der aktorianischen Flamme, und hat zu mir gesprochen und ich kann ihn auch wahrnehmen. Das ist jetzt so, ich bin Medium und ich kann das wahrnehmen. Und ich weiß auch, dass viele von euch das bereits schon können. Also das sind dann verschiedene Welten, die hier aufeinander prallen sozusagen. Es gibt ja auch im Universum Engelwesen. Ja, es gibt diese lichtvollen Engelwesen, die sind, sag ich mal, fast noch mehr anerkannt als wie die Außerirdischen. Und wenn du mehr jetzt für die Engelwesen empfindest, ist das auch in Ordnung. Aber du solltest wirklich das Video bis zum Schluss anschauen, damit du dir deine eigene Meinung bilden kannst. Mir hat zum Beispiel nach einem Webinar gerade mit Arcturus jemand gesagt, es war so eine starke Energie, die sie da empfunden hat und ihre Weitsicht wurde durch die arcturianische Flamme. Da hatten wir ja auch eine ganz große Veränderung im Körper festgestellt. Ihre Weitsicht und spirituelle Hellsicht wurde sehr gefördert. Also es kommt ja nicht von allein. All das, was hier geschieht, das sind einfach auch Berichte und Ereignisse, die uns ja zu denken geben sollten, dass da noch viel mehr ist, als wie wir so annehmen. Oder, und das ist der Punkt, es wird uns ja gesagt, es würde das gar nicht geben. Es wird uns ja immer gesagt, und das schon hunderte Jahre lang, dass es keine Außerirdischen gibt. Und viele Menschen glauben das einfach. Und ich habe hier hinten übrigens, habe ich so ein bisschen eine Marslandschaft mal aufgebaut. Das ist ein Fantasiebild, einfach nur, um jetzt den Rahmen
für dieses Video zu geben. Also es ist einfach so, dadurch, dass das immer alles verheimlicht wurde. Es gibt ja ganze Bibliotheken und auch darüber habe ich ein Video gemacht, wo geheime Akten aufgehoben werden und die alle solche Dinge aufgedeckt haben oder beschreiben, bezeugen, dass es eben Außerirdische gibt, dass die auch auf die Erde gekommen sind, dass viele UFOs gelandet sind und all dies steht da drin, dass es eben tatsächlich wahr ist. Ich für mich weiß, dass es so viele positive Sternenfreunde gibt, die uns unterstützen, die schon hunderte von Jahren oder noch viel länger, das stimmt ja nicht mit den hundert, schon viel, viel, viel länger hier sind und auch schon selbst auf der Erde gelebt haben. Sie lieben uns Menschen. Sie lieben unseren Planeten. Sie sind bei uns. Und wenn die nicht wären, dann wären wir schon längst verloren. Dann wären wir schon längst total, ich weiß nicht, vielleicht gar nicht mehr existieren. Also es würde überhaupt nicht gehen, wenn die nicht da wären. Die Erde spielt eine wichtige Rolle in diesem ganzen Aufstiegsprozess. Weil wenn die Erde tatsächlich endlich mal aufsteigt, und wir tun ja alles dafür, dann kommen viele andere Planeten auch in diese Aufstiegsphase und wir haben so eine richtig große Explosion von Licht und Liebe. Und das fürchten die negativen Wesen. Deswegen tun sie alles, dass das nicht geschieht. Allerdings ist das Licht und die Liebe immer stärker und deswegen wird es geschehen. Es dauert nur seine Zeit, aber es wird geschehen und wir sind alle hier, alle deswegen hier, damit es geschehen kann und damit es besser wird für alle Menschen. So, und jetzt freue ich mich auf die Botschaft und wünsche euch ganz viel Freude dabei. Ich habe hier die sieben Schwestern und damit werde ich mich einsprühen. Die sieben kosmischen Schwestern, um gleich in dieser wundervollen Energie zu sein und wünsche euch jetzt eine wunderschöne Botschaft. Mit großer Freude spreche ich, Achäus vom Arcturus, heute zu dir und bringe den Segen des Lichtes achtsam auf die Erde. Liebe Menschen, im Universum gibt es sehr viele Dinge, über die ihr noch nicht Bescheid wisst. Über die kosmische Schule sind die sieben kosmischen Schwestern und wir, die sieben Kommandeure des Friedens, zu euch gekommen. Unsere Aufgabe ist es, dem Licht zu dienen und alles möglich zu machen, dass ihr, die Menschen, geschützt seid. Dafür haben wir hart gearbeitet und wir arbeiten immer noch daran. Vor allem in der letzten Zeit konnten wir sehr viele negative Energien transformieren. Wir sind hier als eine Vereinigung von Energien, die sich dem Bösen entgegenstellt, damit sie ihre Ziele niemals erreichen können. Und du kannst sicher sein, dass wir sie immer daran hindern werden, die Oberherrschaft zu bekommen. Wir versichern dir, dass dein Frieden durch unsere Bemühungen geschützt ist und auch weiterhin sein wird. Du weißt es vielleicht nicht, aber es gibt seit einiger Zeit geheime Treffen auf dem Mars von den Greys und den Anunnaki. Jedoch stimmt ihr Ziel nicht mit unserer Gesinnung, Frieden und Gerechtigkeit im Universum zu halten und zu bringen, überein. Sondern ihr Ziel ist es, mit ihren Technologien und Kräften
das Universum zu beherrschen und die Menschen zu unterjochen. Ihr, die Menschen, ihr habt so eine wunderschöne Energie, welche die anderen gerne besitzen möchten. Dafür gibt es weitere geheime Treffen im Zentrum des Jupiter-Wirbelsturms. Dort befindet sich eine Basis der Reptos. Sie versuchen, Kontakte zur Erde herzustellen und entführen Menschen, um sie genetisch zu erforschen. Sie arbeiten mit den führenden Politikern und dem Militär der größten Kontinente der Erde zusammen. So stehen einige von euren Anführern unter ihrem Einfluss. Und manche sind sogar keine Menschen. Es gibt geheime Abkommen unter ihnen, dass Menschen zu Studienzwecken entführt werden dürfen und dafür das Militär auf der Erde neue Technologien der Außerirdischen bekommt. Diese Technologien sind sehr wertvoll und könnten niemals von euch, den Menschen, alleine entwickelt werden. Denn so weit seid ihr in eurer Entwicklung bisher noch nicht. Jedoch sind wir sehr aufmerksam und beobachten genau, was hier im Geheimen geschieht. Unsere Informationen sind klar und wir tun alles, um das Gleichgewicht der Energien zu halten. Eine unserer mächtigsten Unternehmungen ist die Einberufung von Geheimtreffen auf Planeten, die wir hier nicht preisgeben möchten. Bei diesen Treffen finden wir Strategien zum Schutz des Planeten Erde und zur Förderung des Friedens auf globaler Ebene. Wir stellen auch sicher, dass wir einen Ethikkodex einhalten, damit alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen für ihre Handlungen zur Rechenschaft gezogen werden können und so auf sinnvolle Weise dazu beitragen, den Frieden zu fördern. Ihr wisst sicher, dass jede Tat ein Karma trägt und nach den kosmischen Gesetzen kommt alles, was du tust, wieder zu dir zurück. Wir wissen genau über die aktuelle Lage auf der Erde Bescheid und greifen dann ein, wenn es um das geheime Wohl aller Wesen geht. So haben in der Vergangenheit Sternenfreunde der Venus schon einige Male verhindert, dass Atombomben gezündet wurden. Und dies werden sie immer wieder tun, so oft wie nötig. Wir sind genauso kraftvoll und entschlossen in unserem Willen, Liebe, Freude und Glück auf der Erde zu verbreiten. Wir nehmen an zahllosen anderen Aktionen teil, zu denen auch Heilenergien für Menschen, Tiere und Pflanzen gehören. Als Hüter der arcturianischen Flamme bringe ich Arceus Licht in eure Herzen, damit ihr die Kraft findet, durchzuhalten. Und dies tun wir gerne so oft wie nötig mit unserer ganzen Liebe. Doch eins solltet ihr wissen, wir werden nicht über euren freien Willen entscheiden. Deswegen müsst ihr unbedingt euren Teil dazu beitragen und die Schritte des Erwachens alleine gehen. In erster Linie geht es hier um das weltliche Erwachen. Das weltliche Erwachen beinhaltet das Erkennen der Lügen, der falschen Versprechungen und die versteckten Absichten in deinem Umfeld zu entdecken. Wir werden helfen, diese Dinge zu erkennen, aber ihr müsst euch auch dafür öffnen und bereit sein, aktiv zu werden. Wenn ihr nicht aktiv werdet, können wir nicht so viel für euch tun. Das muss euch klar sein.
denn es wird kein Erretter kommen, der euch hilft. Denn ihr selbst solltet erkennen, dass ihr die Erretter selbst seid. Denn jeder einzelne von euch ist so viel stärker, als ihr es euch vorstellen könnt. Und sobald ihr das verstanden habt und danach lebt, wird sich alles auf der Erde ändern. Wir sind sehr stolz auf die erzielten Fortschritte und danken dir für deinen Mut, dich mit uns auf diese Reise zu begeben. Möge das Licht in dir strahlen, damit Wahrheit und Wissen in ihrer reinsten Form offenbart werden. Verstehe, dass du ein Ausdruck des Göttlichen bist, ein spirituelles Wesen und ein integraler Bestandteil allen Lebens. Um euch zu unterstützen, kommen wir auf die Erde. Wir sind unter euch und machen Mut. Jedoch geben wir uns sehr selten zu erkennen, denn die meisten Menschen sind noch nicht so weit, dies zu verkraften. So verhindern wir ein großes Chaos und halten die Energien stabil. Jedoch gegenüber einigen einzelnen Menschen zeigen wir uns sehr wohl, denn sie sind in ihrer Entwicklung schon sehr erwacht und in der Lage, mit uns zu kooperieren. Dies sind eure Botschafter und die neuen Lehrer. Von ihnen werdet ihr immer wieder Botschaften von uns bekommen, so wie auch heute diese Botschaft zu euch kommt. Wir wissen, dass wir durch unsere Anwesenheit auf der Erde zu eurem höchsten Wohl beitragen und es allen leichter machen können, zu ihrer eigenen Wahrheit zurückzufinden. Deshalb teile dein Licht mit anderen, denn nur gemeinsam können wir das Blatt zum Guten wenden. Denke daran, dass es unsere Aufgabe ist, dich und den Planeten in seiner Gesamtheit zu schützen. So lasst euch also nicht ermutigen und setzt euren Weg des Erwachens fort, egal wie schwierig er manchmal zu erscheinen mag. Bei jedem Schritt, den ihr oder den du machst, werden wir immer da sein, um dich zu führen und an deiner Seite zu sein. Wir sind hier verfügbar für dich, für immer. Wir werden nie von eurer Seite weichen und wir lieben euch alle bedingungslos. Möge das Licht in uns in eine hellere Zukunft führen. Und so verabschiede ich, Achäus, mich von euch mit dem Segen des Lichtes voller Liebe. Und ich danke Achäus für diese wundervolle Botschaft, diese große Unterstützung, die er uns damit gibt. Jetzt bin ich sehr gespannt, was ihr aus diesem ganzen Bericht für Erkenntnisse gewonnen habt. Ich bin gespannt auf eure Meinung, auf euer Herzensgefühl. Und ich sende eine Herzensumarmung. Bis zum nächsten Video.